Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus. Natürlich wieder mit Dortmund, heute noch gegen die ungeschlagenen Ingolstädter geht's ran. Ingolstadt ist 17., wie gesagt, die ungeschlagenen. Ich meine natürlich noch die Mannschaft ohne Sieg, so meine ich das. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Also 0 Siege, 10 Unentschieden, 14 Niederlagen, haben aber immer nur noch 3 Punkte Rückstand auf den 16. Das ist, merkwürdig. Na gut, also. Wir haben noch 10 Spieltage, 16 Punkte Vorsprung. Ja, es ist rechnerisch noch nicht entschieden, aber theoretisch, wir werden uns das hoffentlich nicht mehr nehmen lassen, die Meisterschaft. Also, nachdem wir es ja in FIFA 15 ein paar Mal verkackt haben, FIFA 16, glaube ich auch, da sind wir auch nicht Meister geworden. Sofern ich mich noch daran erinnern kann, ist schon ein bisschen her. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es auf jeden Fall hier klappt in unserer ersten Saison und dann, ja. Schauen wir mal, was danach noch kommt. Wir haben ja auch noch den DFB-Pokal, da wollen wir ja noch ins Finale. Da spielen wir in Gladbach. Gut, aber jetzt heute erstmal die Pflicht, gegen den FC Ingolstadt zu gewinnen. Klar, oder nicht zu verlieren. Aber es ist wie gegen Darmstadt. Alles andere als ein Sieg wäre hier heute eine große Überraschung. Aber wir müssen die trotzdem ernst nehmen. Weil gegen die kleinen Mannschaften zu spielen, ist doch nochmal ein bisschen schwieriger, was ich immer predige, ne? Und so weiter und so fort. So, fangen wir mal an. Da haben wir zwar im ersten Mal die Ingolstädter vorne, aber Lukas holt sich den Ball. So, und jetzt geht's schon zum ersten Mal nach vorne. Lukas, Schmelzer nimmt da mit. Schmelzer ist auf und nach vorne. Wer ist in der Mitte? Niemand. Wir flanken hin an den zweiten Pfosten. Da ist Castro! Und die erste Chance nach 5 Minuten durch Gonzalo Castro. So kann es gerne weitergehen. Schade, dass er den nicht ein bisschen besser getroffen hat. Na gut, weiter geht's. Marc Bartra, da ist Matthew Lecky, auch ein schneller Mann, Australier. Gegen 2-3 Mann, was macht er? Ja, er spielt den Fehlpass und jetzt Schürrle auf Pierre-Emerick Aubameyang, aber der kommt zu lang oder der ist zu lang und zu weit und Nyland im Tor der Ingolstädter hat den Ball. Ja, also man sieht schon in den ersten Minuten hier gleich, wo das Spiel heute hingehen wird. So ähnlich wie gegen Darmstadt, nur in eine Richtung und das ist ja auch hier unser Anspruch, ne, mein Gott. So, Mario Götze, Schmelzer, schickt da Lukas, na, schade. Versuch war gut, aber die Ausführung nicht so gut. So, jetzt mal die Ingolstädter über Robert Leipertz. Aber da kommt Rode und gewinnt mal wieder einen Zweikampf. Welche Überraschung, dass Rode mal einen Zweikampf gewinnt. Hier zum Beispiel wieder. Oh, vom Böse von hinten umgegrätscht von Almog Cohen. Gibt der Schiri Rot oder Gelb? Oder belässt das bei einer Ermahnung? Nee, es gibt die gelbe Karte, okay. Es gibt bestimmt Schiris, sie hätten doch schon Rot gezeigt nach 12 Minuten. Weil es war eine harte Attacke von hinten. Aber gut, weiter geht's. Jetzt ist der schon mal vorgewarnt. Und jetzt, ja, schauen wir mal weiter. Schürrle, Aubameyang im Doppelpass vielleicht. Komm, lauf durch. Ja, oder nehmen unten Erik Durm mit. Erik Durm gegen Suttner. Gegen den zweiten. Schön gemacht. Und da ist Mario Götze. Und da ist das 1:0. Viertelstunde gespielt hier im Signal Iduna Park. Und die Dortmunder führen. Verdient zu dem Zeitpunkt. Und das ist immer wichtig, auf jeden Fall, gegen so einen Gegner früh zu führen. Ja, dann hat man es ein bisschen leichter, dann läuft es ein bisschen leichter, anstatt dass man bis zum 90. warten muss, so wie gegen Leipzig zum Beispiel, ne, war das auch, glaube ich, zu Hause. Dann haben wir noch ein Tor gemacht. Schön gemacht, wieder aus der Drehung gegen die Laufrichtung. Nyland war auf dem Weg ins andere Eck und dann, schönen Winkel. Und das 6. Tor immerhin schon von Mario Götze. Ja, beschert uns das 1:0, so kann es gerne weitergehen und dann, ja, geht's auch weiter. Schauen wir mal, was jetzt von den Ingolstädtern kommt. Normalerweise müssten sie ja mehr machen, ne, aber wahrscheinlich spekulieren sie da drauf, ihr 11. Unentschieden zu holen. Naja, schauen wir mal. Robert Leipertz jetzt mal über die rechte Seite gegen Schmelzer. Ah, Schmelzer macht er das gut. Nee, gibt den Vorteil und Birki, was gibt's denn jetzt? Elfmeter? Nein, Freistoß. Ah, der hat nur in die Richtung gezeigt. Ich dachte schon, hä? Wo willst du denn da Elfmeter pfeifen? Naja, okay, gibt Freistoß durch Lescano. Gefährlicher Mann. Achtung, 19. Minute. Da ist Roger in der Mitte, aber Batra ist auch da. So, jetzt müssen wir hinten rausrücken. Kriegt Schürrle den? Ja, Schürrle kriegt den vor. Matip hat ihn verloren, aber wir haben ihn wieder. Oh, Vorsicht. Hinten keine Scheiße machen und dann schön hinten rausspielen. So wünsche ich mir das und so lobe ich mir das. So, Lukas wird auf die Reise geschickt, den kriegt er locker. Ey, der läuft ihm ja 2-3 Meter ab da. Lukas, schön gemacht. Zieht er nach innen, schöne Flanke. Hinten ist aber niemand, schade. Aktion war gut, aber da musste auch jemand stehen. Wie zum Beispiel Schürrle oder... Ja, nee, da muss Schürrle stehen, nicht Erik Durm. Da muss... Das nächste Mal da Schürrle stehen. So, weiter geht's. Schmelzer. Ist im Strafraum. Schmelzer liegt da zurück auf Rode. Der hat mal ein bisschen Platz. Sebastian Rode abgefälscht. Und die Ingolstädter können erstmal klären.
und leiten den nächsten Konter ein über Leipertz. Also die Ingolstädter, die verstecken sich nicht. Sie versuchen nach vorne zu spielen auf jeden Fall, obwohl das nicht immer ganz so einfach ist. Gibt wieder den Freistoß. Deswegen gut, dass wir jetzt schon mal 1-0 in Führung gegangen sind. Da haben wir schon mal eine kleine Absicherung. Ja, aber die Ingolstädter, die kommen über Lescano und Rode. Geklärt. So, Schürrle, oh, hat versucht auf Rode zurückzuspielen. Klappt aber nicht. Und somit bauen die Ingolstädter hinten auf. Oh, langer Ball auf die andere Seite. Zufall. Oh, da steht sogar noch jemand. Der kommt sogar noch an fast. Wenn es geplant war, war das gut. So, jetzt mal Schürrle über die andere Seite. Lukas gewinnt den Kopfball. Und ist schon weiter. Und ist schon wieder auf weiter Flur. Verliert aber den Ball. Und jetzt Leipertz mit ein bisschen Platz. Also, ja, momentan sind die Ingolstädter ganz schön bissig, muss ich ja sagen. Vorne und hinten. Ihr seht das, die greifen jetzt schon ein bisschen früher an. Vielleicht haben wir jetzt mal eine weitere Konterchance. Über Schürrle gegen Suttner. Das ist leicht und locker, wie er da vorbeigeht. So, Pierre-Emerick Aubameyang zeigt es an. Er will den Ball haben. Schürrle macht es aber alleine, ist im Strafraum. Spielt nochmal auf Götze. Ach, schade. Hätten wir auch durchstecken können. Aber, naja, ich habe es so gemacht. Weiterhin 1-0. 35 Minuten schon rum. Ist also gleich Halbzeit, ne? Klar. Ist ja so, logischerweise. Und wir kommen nochmal mit Schürrle. Und Götze, kriegt er den? Komm, den kriegt er. Mario Götze. Ja, jetzt wollte ich eigentlich durch die Lücke stecken. Jetzt läuft Schmelzer leider nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Nochmal Rode. Raus auf Erik Durm. Ah, da passt aber Matthew Lecky gut auf. Und die Ingolstädter kommen nochmal über Almog Cohen, der schon gelb gesehen hat. Und Rode mal wieder dazwischen. Also, es ist einfach Wahnsinn, wie viel Zweikämpfe Rode gewinnt. Wie zweikampfstark der überhaupt erstmal ist. Schürrle gegen Martip, gegen zwei. Was? Es gibt den Freistoß? Warum denn? Da hat der Schiri wieder irgendwas hoch, ist mir nicht gegen den Tisch gekommen. Und dann, oh, am 1. April, ey, das ist kein April-Scherz. 1. April, Schalke gegen Dortmund, Revierderby. Das wäre ja geil, wenn wir da rechnerisch schon die Meisterschaft klar machen würden. Aber ich glaube nicht, dass das möglich wäre. Aber das wäre es natürlich, ey. Gerade auf dem Platz des Rivalen machst du die Meisterschaft klar. Das wäre natürlich ein Traum. So, schön gespielt, Gonzalo Castro. Da haben wir Pierre-Emerick Aubameyang. Götze läuft sich frei. Da ist Götze, aber auch Martip, glaube ich, ne? Nee, Roger war das. Roger ist dazwischen. Also, ja, es hapert immer so im letzten Pass. Beim letzten Pass. Der kommt immer nicht so durch. Bis zum Strafraum sieht das noch alles gut aus. Ja, hat ja auch geklappt einmal beim Tor. Aber dann, jetzt so zur Zeit, hapert es immer am letzten Pass. Naja, okay, wir sind nochmal vorne. Über Götze, über Schmelzer. Der ist zu lang. Der ist zu lang. 3 Minuten gibt es mal wieder Nachspielzeit. Und dann gehen wir mit einer 1-0-Führung hoffentlich in die Halbzeit. Wäre ja ganz nice. Und dann schauen wir mal, was in der zweiten Halbzeit noch so läuft. Dann war noch mal Levels hintenrum. Ja, verliert noch mal den Ball. Und das gibt noch mal eine Chance für uns. Pierre-Emerick Aubameyang. Hat er gut gemacht. Da ist Lukas, da ist Gonzalo Castro. Und jetzt muss Rode mal reinlaufen. Rode, lauf doch rein, lauf doch rein. Jawohl, so wollte ich das. Und Rode steckt unten durch auf Durm. Und der in die Mitte auf Götze. Ach du Scheiße. Nee, Schürrle war das. Aber den kannst du ja nicht verarbeiten. Meine Fresse. Naja, okay, wir führen 1-0. Das ist das Positive. Vielleicht das Negative, dass wir zu wenig Chancen genutzt haben. Stehen aber hinten, wie gesagt, wieder gut und ich wollte schon sagen, die Gladbacher liegen zurück. Nein, die Gladbacher führen gegen die Bayern. So, weiter geht's hier. Ich wurde mal wieder kurz unterbrochen. Halbzeitstände habt ihr ja, glaube ich, jetzt gerade noch gesehen. Ne? Gladbach führt also gegen die Bayern. Das ist noch besser für uns. Das heißt, wir könnten den Vorsprung theoretisch auf 19 Punkte schon aufbauen. Und dann wäre es, ja, eigentlich schon in den nächsten 2-3 Spieltagen dann entschieden. Aber wir müssen erstmal hier unser Spiel gewinnen und die Bayern müssen ja auch erstmal in Gladbach verlieren. Die haben ja ebenfalls noch eine zweite Halbzeit zu spielen. Also, machen wir weiter. Über Rode. Mario Götze, komm, lauf rein, Gonzalo Castro. Ja, schön gemacht. Außen auf Erik Durm. Der im Doppelpass mit Schürrle. Ja, gut gemacht. Kriegt er den noch? Ja, kriegt er. Gut gemacht. Schürrle. Jetzt brauchen wir wieder eine Anspielstation. Castro zum Beispiel. Erik Durm. Okay, gibt den Einwurf für uns. So müssen wir jetzt weitermachen. Die Ingolstädter gar nicht mehr zum Luftholen kommen lassen. Und ja, weiter sehr, sehr druckvoll spielen, so wie wir das ganze Spiel lang bisher gemacht haben. Lukas und jetzt Götze mit ein bisschen Platz mit der Seite. Schießt aber wieder mal einen Ingolstädter an. Das sind die Probleme, die haben wir auch irgendwie in letzter Zeit, dass er die Gegner einfach zu häufig anschießt. Schießt ihn doch einfach rein ins Tor. So, jetzt Aubameyang, aber verliert den Ball. Holt er sich aber wieder. Stark. Gut nachgesetzt. Schürrle mit der Flanke. Da ist Aubameyang am zweiten, nee, am kurzen Pfosten. Nicht am langen Pfosten, am kurzen Pfosten. So, Eckball. Den führen wir mal wieder schnittig aus auf dem kurzen Pfosten. Also mit ein bisschen Effet. Da ist Aubameyang. Das klappt sogar. Und Roger muss am zweiten Pfosten klären. Lukas. Sokratis. Und da ist Götze wieder aus der Drehung. Nein, wird wieder abgeblockt.
Und die Ingolstädter, die können erstmal nur klären. Oh, Erik Durm. Und Schmelzer und Sokratis machen das da hinten sehr souverän und sehr gut. Und es geht wieder nach vorne über Schmelzer, Erik Durm. Schöne gegen Suttner. Schöne mal mit einer genauen Flanke. Ja, da ist Aubameyang mit dem Kopf. Und da ist Castro. Ach, schade. Und Nyland, ja, hat da hinten alle Hände voll zu tun. Also die Ingolstädter ziehen sich jetzt immer mehr und mehr zurück. Klar, weil sie auch nicht nach vorne kommen, weil wir sie auch nicht mitspielen lassen. Genau das ist das, was ich wollte. Oh, Rode mit dem Fehlpass. Spielt ja wenig Fehlpässe, aber da hat er jetzt mal einen Fehlpass gespielt. Matthew Leckie. Zu einfach gegen Batra, aber Sokratis ist ja da. Und unterstützt Batra und wird jetzt von Birki angeschossen. Schade. Naja, weiter geht's eine Stunde circa rum. Wir können auch gleich mal wechseln. Ich schätze mal, Rode kann wieder raus. So, aber hier haben wir jetzt erstmal Erik Durm, der den Zweikampf gewinnt. Und da ist nochmal Rode. So. Und es geht nach vorne. Über Aubameyang. Unten über Lukas. Gonzalo Castro kommt mit. Ah, da wollten wir es jetzt wieder zu oft direkt spielen. So wie Barcelona. Aber wir sind ja nicht Barcelona. Und wieder Rode. Der gewinnt ja hier einen Zweikampf mal wieder nach dem anderen. Das ist Wahnsinn. So, was kommt von den Ingolstädtern? Roger, Leipertz. Da ist Pascal Groß. Oh, fünfmal angeschossen und der Ball ist bei uns. Das Glück haben wir halt dann auch mal in der Saison. Rode. Mario Götze. Unten. Lauf durch, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Dann kriegst du den. So, Schmelzer ist zwar ein bisschen am Arsch, aber für den Sprint reicht's noch. Komm. Gib Gas, Junge, gib Gas. Mach eine schöne Flanke. Oh, auf Schürrle. Der ist zu weit nach hinten eigentlich. Gut, gib den Einwurf 70 Minuten rum. Dann können wir mal wechseln. Ich sehe zum Beispiel Rode gleich als erster wieder, der am Arsch ist. Dann bringen wir mal Kagawa rein, Moa kommt für Götze und vorne Aubameyang, da bringen wir mal Mandzukic rein. Und dann schauen wir mal, was die drei bringen. Auf jeden Fall frische Kräfte, das bringen sie auf jeden Fall. Oh, was war das denn? Fehleinwurf. Egal, das kann auch mal passieren. Suttner, da ist Matthew Leckie, aber der bekommt da heute auch nichts Geschissenes. Normalerweise ein schneller Mann, normalerweise, aber heute Gott sei Dank nicht. Aber die Ingolstädter sind vorne über Lukas Hinterseher, auch neu reingekommen. Roger, Moritz Hartmann, auch neu reingekommen. Aufgepasst. Die werden doch jetzt nicht zu einer Chance kommen. Almok Cohen, Leckie, passt nach innen und Sokratis ist da. Aber die Chance lebt noch und Batra klärt jetzt fürs Erste. Und ab nach vorne, über Schürrle. Schickt er Mandzukic? Er schickt Mandzukic und das ist jetzt die Chance. Es ist kein Abseits. 76. Minute, Mario Mandzukic umkurft den Keeper, aber er kriegt es nicht hin. Passt zurück auf Lukas. Oh, warum schieße ich nicht gleich? Warum will ich es zu schön machen? Schieß einfach drauf. Das funktioniert nicht mehr so gut, glaube ich, ne? Dass man mit dem Ball um den Keeper rumläuft. Das haben die mittlerweile gescheckt, dass das nicht mehr so gut geht. So, Schürrle mit Mohr im Zusammenspiel. Mohr, der kann auch mal schießen. Der hat auch einen guten Schuss. Emre Mohr, ja. Na, immerhin mal ein Abschluss, der nicht abgefälscht wird. Da freut mir ja ein Loch im Bauch, wenn das immer passiert. Na gut, aber weiter geht's. Wir sind nach wie vor sehr aktiv. Letzten 10 Minuten, Ingolstadt wird jetzt natürlich alles nach vorne werfen. Ist klar, dass er ermöglicht uns eine Chance zum Kontern. Hier zum Beispiel, Sokratis hat gut aufgepasst. Der Innenverteidiger mit vorne. Hat er das Auge für Mohr? Er hat das Auge für den Ingolstädter. Scheiße. Ah, diese 3 gegen 2, 3 gegen 1 Situationen, die müssen normalerweise ausgespielt werden, ey. Die müssen normalerweise von uns ausgespielt werden, ist so. So, Sokratis arbeitet mit nach hinten. Erik Durm hat den Ball. Und Schürrle, der auch wieder viel gelaufen ist, der auch ein bisschen am Arsch heute ist. Aber komm, für die letzten Meter reicht's noch. Über Schürrle, da ist Mandzukic, Lukas. So, Shinji Kagawa hinten am Strafraum. Ah, wird er gefoult? Na, gibt aber keinen Elfmeter. Und die Ingolstädter, jetzt aufgepasst. 3 Minuten noch. Sokratis steht und steht gut. So, Marc Batra. Jetzt bloß den Ball nicht verlieren. Raus auf Schürrle, da ist viel Platz. Und der schickt Mario Mandzukic. Und Mandzukic schickt nochmal Schürrle. Und Schürrle schickt wieder Mandzukic. Und Mandzukic, aha, wollte auf Mohr zurücklegen. Aber es ist, ja, es läuft nicht so gut. Aber jetzt, Emre Mohr, holt sich den Ball zurück, Emre Mohr. Und Nyland, weil wir wieder nachgesetzt haben. So, jetzt mal ein bisschen runterkommen. Der hat auch kein Glück im Abschluss irgendwie, Mohr, ne? Er versucht, er macht viel, aber es kommt leider nicht so viel dabei rum immer. Naja, okay. Der letzte Eckball wahrscheinlich, letzte Aktion. Gonzalo Castro bringt den nochmal rein. Da ist Schürrle und wieder Nyland. Gut, aber das wird's gewesen sein. Es war's. Das war es gewesen. Was ist das denn für ein Deutsch hier? Also, wir gewinnen mit 1:0 gegen Ingolstadt. Egal, Hauptsache gewonnen. Die Ingolstädter bleiben weiterhin sieglos. Wir bleiben weiterhin oben souverän an der Tabellenspitze. Und schauen mal, ob wir mit 19 Punkten, falls die Bayern verloren haben, ja, oben an der Tabellenführung stehen. Und die Gladbacher haben die Bayern 1:0 geschlagen. Ja, Tatsache. Also unser Vorsprung vergrößert sich nochmal.
Gut, auf Leverkusen sind es jetzt 17 Punkte, weil die wahrscheinlich gewonnen haben. Aber die Bayern sind in dieser Saison echt nicht gut drauf. Wie viele Niederlagen haben die denn schon? Die haben schon 7 Niederlagen. Das ist für Bayern-Verhältnisse ja auch viel. Und unten, wie gesagt, immer noch Darmstadt und der FC Ingolstadt. Für die wird es wahrscheinlich, wenn es sich nicht bessert in den letzten 9 Spielen, wird es nach unten gehen in die zweite Liga. Leipzig, wahrscheinlich dann Relegation, 13 Punkte weiter in Rückstand. Also es bleibt noch spannend. So, wir gehen ins Training rein. Oh, wo sind die denn alle? Sind die alle ausgewandert? Ach, Nationalelf. Ist wieder Länderspielpause. Na gut, dann können wir mal ein paar andere hier reintun. Weigel zum Beispiel. Mal ins El Rondo schicken. Wen haben wir da noch? Torhüter. Hier können wir mal Hector Bellerin reintun. Der ist nicht mit zur Nationalmannschaft. Das ist ein Spanier, ne? Glaube ich, ja. Das ist ein Spanier. Christian Pulisic ist weg. Dann machen wir nochmal Merino. Komm. Dann tun wir nochmal Merino rein. Und dann simulieren wir nochmal alles. Ja, und dann ist es, wie gesagt, nur noch eine Frage der Zeit. An welchem Spieltag wir Meister werden. Weil, dass wir Meister werden, glaube ich, steht jetzt schon fest. Nur halt, wann steht es offiziell und rechnerisch fest? Wir haben jetzt noch 9 Spiele. Heißt, du kannst maximal 27 Punkte holen. Wir haben 17 Punkte Vorsprung. Also es wird sich noch ein bisschen gedulden. Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. So, Nationaltrainer-Offerte von Dänemark. Nee, Brasilien hat ihr Angebot zurückgezogen. Okay, hier sehen wir es ja. Vom 20. bis 26. März. Deutschland. Und so weiter und so fort. So, machen wir mal weiter. Gehen nochmal ins Training rein. Vor dem Revier-Derby. Ruhrpott-Derby gegen Schalke. Hör mal, gegen Schalke. Da war ja im Hinspiel, glaube ich, unser erstes Gegentor kassiert. 2-1. So, weiter. Jungs sind wieder fit hoffentlich. Und dann geht es gegen Schalke und dann unter der Woche gegen Hamburg. Also wir haben jetzt 2 Spiele hintereinander in kürzester Zeit. Schalke ist 7. Hamburg ist 10. Die Schalker müssen gewinnen, wenn sie oben noch mit dranbleiben wollen. Die Bayern haben schon gespielt, Leverkusen noch nicht. Die Bayern haben, ja, jetzt 16 Punkte wieder Rückstand. Und wir können den Vorsprung ausbauen, ne? Wie an jedem Spieltag. Aber das ist ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt um nichts mehr geht eigentlich so richtig. Aber es ist ein Derby und Derby ist immer was Besonderes. So, dann haut rein. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Unterstützt mich damit. Würde mich sehr freuen. Bleibt aktiv mit dabei. Würde mich auch immer freuen. Und dann bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao.